Es ist ein Turnier der besonderen Art, das heute und morgen in Spillern bei Korneuburg stattfindet. Denn beim sogenannten Hochglanzreiten wird das Augenmerk vor allem auf die Eleganz und die Schönheit von Reiter und Pferd gelegt. Diese Art des Pferdesports wird auch in Niederösterreich immer beliebter. Es geht nicht um Zeit und Geschwindigkeit, sondern um Schönheit und Eleganz. Ins Leben gerufen wurde die Sportart von Arbeitern in Portugal. Die Arbeiter haben ja nicht immer nur gearbeitet auf den Weiden draußen, sondern sie haben sich hier und da dann auch getroffen und haben sich untereinander gemessen. Und da haben sie das beste Gewand angezogen. So wie unsere Bauern, wenn sie zum Kirtag gegangen sind. Die besten der sogenannten Hochglanzreiter sind dieser Tage in Spillern und trainieren für die anstehende Europameisterschaft in Italien. Aber auch einige Niederösterreicher wagen heuer zum ersten Mal einen Ritt auf dem Areal des Marienhofs. Den Connex zwischen Menschenkopf und Pferdekopf herzustellen und dann den Zusammenhalt zwischen Zügel und dem Schenkel und dass das alles eine Harmonie wird, das ist nicht so einfach. Das ist sehr viel Ruhe und Konzentration und ich persönlich habe sie meistens nicht. Genau das wird aber streng bewertet, ebenso wie die Kleidung und das Selbstbewusstsein der Reiter. Und die Österreicher schneiden in dieser Sportart gar nicht so schlecht ab. Vier Teammitglieder reiten sehr gut. Momentan sind sie auf Platz 5. Sie sind wirklich gut. Ob das stimmt, können die österreichischen Teilnehmer bei der nächsten Weltmeisterschaft unter Beweis stellen. Wo in Österreich sie stattfinden wird, darüber wird noch verhandelt.